Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fist. In der letzten Folge haben wir die Unterwassermaske, die uns unendlich Luft gibt, gefunden. Und ja, wir sollen jetzt zur Underwater Base. Ne, da bin ich drin. Wir sollen zu einem Underground Lake. Und ja, wir haben auch hier in der Underwater Base ein bisschen was zu entdecken. Habe ich was... Was ist das da, dass ich da nicht weitergemacht habe? Wahrscheinlich war da irgendwie was zu. Ich habe nämlich eine kleine Gedächtnislücke, um ehrlich zu sein. Was ich gemacht habe. Letzte Woche kamen auch nur zwei Folgen. Das wird diese Woche wieder ein bisschen mehr, Leute. Das kann ich versprechen. Wahrscheinlich drei oder vier. Je nachdem, wie es klappt. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wo das mich hinführt. Vielleicht gibt es einen coolen Preis. Ah, okay. Schön wäre es ja. Das ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Ja, ist auch verschlossen. Gehen wir mal hier nach rechts. Die kann ich öffnen. Dann komme ich da raus, ne? Wo ich schon mal war. Oder? Ne, hier geht's wieder nach unten. Rüsten wir mal den Bohrer aus. Alles hier ziemlich verwinkelt hier in der Underwater Base. Was ist das da oben? Und noch viel wichtiger, wie schalte ich den Laser aus? Dass ich da rankomme. Hier ist wieder so ein Tor, was ich nicht öffnen kann. Also wie es aussieht, komme ich an den Laser nicht vorbei. Von da oben wahrscheinlich. Und da muss man wahrscheinlich irgendwas mit dieser Tür machen. Ja, okay. Dann ist das hier erstmal Sackgasse, würde ich sagen. Dann gehen wir wieder zurück. Können wir anscheinend erstmal nichts machen. Ui. Das ist gefährlich. Es dauert etwas, bis der Laser wieder kommt. Deswegen hoffe ich mal. Genau. Was ist das für ein Schalter? Habe ich den jetzt betätigt? Komm. Greif den. Wird er mir irgendwie auf der Karte angezeigt? Nein. Vielleicht hat er die Laser einfach ausgemacht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, wo lande ich hier? Ah. Ach, der hat dieses Tor jetzt aufgemacht. Der Schalter bestimmt. Ich war hier schon mal und da konnte ich durch dieses Tor nicht durch. Was das mir jetzt bringen soll, weiß ich allerdings nicht. Ja, okay, du kommst wieder in andere Bereiche, wo man vorher nicht hinkonnte. Zum Beispiel da. Ist ziemlich in der Nähe. Da ich die Maske habe, werde ich das auch unter die Lupe nehmen. Aber erstmal verarbeiten wir den hier zu Scrap Metal. Da links war noch eine Tür, wo ich nicht durchkam. Ich gehe erstmal wieder runter. Ja, er hat die Laserstrahlen ausgeschaltet. Aber hier komme ich auch durch. Die Tür kann ich nicht öffnen. Weil ich glaube, das ist wie so eine Verbindung. Jedenfalls schätze ich das mal. Nope.
hier ist Endstation, weil hier so ein Ding ist, was ich nicht aufmachen kann. Ja, da muss ich irgendwie was bekommen. Also diese Türen oder diese Art von Türen kriege ich nicht auf. Ja, es war zu langsam. So, jetzt aber. Okay, dann machen wir einen kleinen Rückweg. Um da alles einzusammeln, da im Unterwasserbereich. Und da unten müssen wir auch noch wieder hin. Da. Ich habe jetzt auch mittlerweile 75% von der Underwater Base gesehen. Und einiges fehlt halt noch. Aber es ist halt ein riesiger Bereich. Also wenn ich den irgendwann mal komplettieren möchte, das wird ein Akt. So, da kann ich gleich runter. Mach den Fischi weg. So, kann ich hier runter oder spießen mich die Minen auf? Ah, ich kriege ein bisschen Damage, aber ich kann hier runter, okay. So, jetzt bin ich hier, okay. Ich frage mich, ob meine Mühen belohnt werden. Also da geht es ja wahrscheinlich nur zu diesen komischen Knopf hin, wo ich nicht durchkomme, genau. Aber hier geht es ja noch weiter. Hä? Als ob das einfach nur in einer Sackgasse endet. Als ob es hier nichts gibt. Das finde ich etwas langweilig. Okay. Ah, hier sind Fische. Die verprügeln wir mal gleich. So, dann gucken wir mal gerade auf die Karte. Okay, hier unten kann ich noch weiter hin. Unter Wasser wird es wahrscheinlich nichts geben. Ui, hier ist ein Seedsamen. Von wegen unter Wasser wird es nichts geben. Ich dachte, unter Wasser könnte man keine Items einsammeln. Das war ein Irrtum. So, das war's? Okay, das war's. Oh, hier ist noch ein Gegner. Habe ich den übersehen? Mann, Ray! Drill dahin, wo ich dich haben möchte. So, haben wir hier irgendwo noch was? Ja, man könnte da runter, aber da fehlt mir wieder diese Fähigkeit für. Genauso wie hier. Das ist wie so der Anfangsbereich. Okay, dann können wir wieder da runter hin. Und da weitermachen. Ich bin gespannt, was das für eine Fähigkeit ist. Wird dann meine Faust irgendwie Diamant verstärkt? Oder was wird das im Endeffekt sein? Das muss ja irgendwie was sein, was diese heftigen Türen aufmacht. Eine neue Waffe glaube ich wahrscheinlich nicht, weil da oben ist ja die Faust, der Bohrer und die Peitsche abgebildet und da ist kein Platz mehr für eine Waffe. Deswegen denke ich, dass das irgendwie eine Verstärkung sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Wahrscheinlich müssen wir einfach in der Story weitermachen, dann kriegen wir die automatisch. Willst du mir jetzt erzählen, dass eine simple Berührung reicht, um mich zu killen? So, geht doch. Oh, ja, okay, der Rückweg ist ein bisschen nervig gestaltet, aber das kriege ich. Oh Gott. Mann! Oh, ich bin fast tot. Gar nicht gemerkt.
Komm, du. Jetzt ein bisschen Konzentration, Ray. Ich wäre fast irgendwie. Ich bin da nicht hingesprungen! Mann, ey. Gerade sind meine Finger viel zu nervös. Ja, okay, tot. Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich hier hingegangen bin. Ansonsten wäre das nicht gesaved worden. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Bin ich nur dumm? Keine hektischen Bewegungen, Ray. So, geht doch. Kann auch viel leichter sein. So. Jetzt können wir den Bohrer abstellen, denke ich. Genau. Ja, um ihn jetzt wieder auszurüsten. Okay. So, dann geht's weiter. Was? Warum komme ich hier nicht durch? What the fuck? Warum komme ich hier nicht durch? Weil das alles umsonst jetzt wieder gemacht? Das heißt, das Spiel möchte, dass ich hier jetzt zu. Oh, warte, 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 warte. Möchte das Spiel, dass ich hier zurückgehe? Da ist ja diese eine Kapsel. Gab es noch woanders eine Kapsel? Dann war ich ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Oh Mann, ey! Alles wieder von vorne. Okay, das sollte aber fix gehen, jetzt wo ich den Weg kenne. So, wo musste ich lang? Hier oben. Die Gegner sind mir gerade scheißegal. Hä? Warum springt er denn nicht hoch? So. Kann ich durch die Tür, bevor er mich abschießt? Ich stelle mir auch vor, sobald du hier ein paar Fähigkeiten hast, ist das Spiel auch ein klasse Spiel zum Speedrun. Weil du hast ja diesen Dash, ne? Also Spiele, wo du so einen Dash hast, eignen sich ja immer für Speedruns. Aber mir fehlt dafür die Geduld und die Energie, um darin gut zu werden. Deswegen mache ich das nicht. So, jetzt gehen wir einfach nach oben, würde ich sagen. So, wo ist jetzt diese komische Kugel? Muss ich einfach hier runter? Ah ja, hier haben wir den Oktopus zum ersten Mal getroffen. Komm, sterb! Schlafen legen kannst du dich später. So. Brauche ich doch irgendwas, wo ich meine Kohle investieren kann. Ich würde es ganz schön finden, wenn mal der letzte Upgrade-Baum freigeschaltet wird. Hoppala, das war so nicht geplant. Ja, wir können auch einfach auch hoch schwingen. So, wo bin ich jetzt? Hier. Ja, wir können auch unten lang, das ist eigentlich scheißegal. So, wo bin ich jetzt hier? Rechts möchte ich lang.
das so ein Poster für Urso? Nein, ne? Ja, ich kann damit nicht interagieren, auf jeden Fall. So, lass mich hier durch. Ja, da oben kommt gleich die Kapsel. Okay. Ich will... Will ich dahin? Western Range? Oder will ich dahin? Old Town. Joffrey Street? Okay, auf der Karte wird mir leider nicht angezeigt, wo ich hin soll. Deswegen gehe ich mal einfach nach Old Town. Ich könnte auch zu Joffrey Street, weil wir einiges abliefern könnten. Bei den NPCs da. So, wo willst du... Du willst, dass ich hier hingehe. Wo ist das denn? Da kann ich mit den Zug hinfahren. Das ist die Joffrey Street. Ja, 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 okay, okay, okay. Ja, ich denke, wir fahren zur Joffrey Street, gehen die MVPs ab und dann gucken wir mal, wie ich da am besten hinkomme. Auf jeden Fall den Plan-Zieh-Typen werden wir einen Besuch abstatten. Und auch den Nudelfritzen, denke ich. Und dann kann ich irgendwie mein Geld halt investieren. So, gib mir Nudeln. Hast du ein neues Angebot? Nee, das für 200. Aber es gibt mir halt zwei zusätzliche Listen, solange ich nicht sterbe. Gib das mal weg. Auch wenn das cool ist, wie Randy verputzt. So. Dann war hier der eine Händler, bei dem ich Sachen kaufen kann. Welcome to Jingles' Shop. Mystery Shard hole ich mir mal. Dann hole ich mir mal einen Plan-Seed noch. Das hole ich mir. Das ist nämlich der dritte. So. Ich habe noch 1, 3. Ja, dann kaufen wir die beiden Sachen auch noch. Thank you for your business. So, dann gehen wir zu dem Plan-C-Typen noch hin, gerade. Der ist ja hier. You found it. So, was gibst du mir alles? $400? Das ist ja nicht gerade der Hit. Naja. So, ich wollte wieso testen. Hier gab es ja ein Blitztor, was... Genau. Das kann ich jetzt öffnen, genau. Die Frage ist, wo bringt mich das hin? Könnte mich dahin führen. Okay, das Spiel speichert. Das ist kein gutes Zeichen. Das sieht ein bisschen wie ein Bahnhof aus. Ui, das scheint irgendwie eine versteckte Schatzhöhle zu sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Können wir wieder ein bisschen Geld anhäufen. Ich hätte gerne diese Dinger, die Max... Ein Ninja Frog. Ich hätte gerne diese Dinger, die meine maximale Lebensenergie erhöhen.
Ah, scheiße. Da hat er mich erwischt. Schade, ich dachte, er wäre schon down. Ah, Mann. Das ist das Gute an einem Bosskampf. Du siehst die Energieliste. Das ist hier jetzt halt nicht der Fall. Ah, scheiße, da war ich in der Combo drin. Ah, ich kann in Execution. Was? Ich dachte, er könnte irgendwie die Execution dodgen, aber... Rake einfach ganz cool und gibt ihn eins auf die Nase. Okay, vielleicht gibt es hier noch was Besonderes. Das Tor hat sich anscheinend durch das Besiegen des Ninja Frogs jetzt geöffnet. Ah, hier findet man so ein Plakat. Und das war's auch dann. Dann können wir irgendwas optisch verändern bei Urso. Das gehört auch noch zur Geoffrey Street. Das hier unten. Das Zeug hätte ich mir schon vorher holen können. Das hätte ich mir schon holen können, bevor wir mit Duke gekämpft haben. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach vergessen, dass man das mit der Peitsche hier öffnen kann. Oder beziehungsweise noch nicht rausgefunden. Wo fehlt denn jetzt noch was bei der Geoffrey Street da oben, ne? Dass ich 100% bekomme. Ja, dann gehe ich mal da gerade noch hin. Weil es gibt hier diesen Kartenspacko. Dann haben wir das hier auch zu 100%. Wo ist denn das da? Ach nee, das ist... Es sieht halt so aus, als ob man hier oben irgendwie hin kann. Ja, hier kann man oben hin, ne? Das habe ich auch bisher noch nicht abgecheckt. Wer bist du denn? Sleeping Rabbit. Kann man den irgendwie aufwecken? Ja, und der verteidigt einen Raum irgendwie. Okay. Den kann man bestimmt irgendwie aufwecken. Aber ich weiß nicht, wie. Kann ich ihn auspeitschen? Komm, wach auf! Okay, ich weiß es gerade nicht. Okay, dann gehen wir gerade mal noch zu Urso. Der bewacht bestimmt was ganz schön Feines. So, jetzt haben wir auch, ja, 99%, das wird der Raum sein, der zu 100% fehlt. So, dann haben wir hier noch die Kartenfritzen, aber ich habe, glaube ich, nichts zu 100%. Next to it is my father. Okay. So, dann noch zu Urso. Moment. Ich vergesse immer wieder, dass ich nicht durch Treppen durchhashen kann. So, Urso, ich bin gleich... Nee, Moment. Zu Urso ging es hier oben lang. Gucken wir mal. Habe ich nicht ein paar... Moment, ich muss erst mit ihm sprechen, ne? Ray, there you... The vampires... I cost... Okay. The world is bigger than I ever imagined.
Movies really glamorize the threat of invasion. But don't get me wrong. We should kick the Iron Dogs out of Torch City. Auch für die Peitsche? I'll let you in on a secret. When Bovi was young, he was mad about Kingmaker comics. The main character uses a spinning drill as his main weapon. Look familiar? Für den Drill? Und hier haben wir was. Oh, eine blaue Faust. How do you like my... Gucken wir uns gerade mal an. Das kann ja nicht so schlimm sein. Oder? Komm, zieh es mir rein. Zieh es dir rein, Ray. Boah, finde ich nicht so schlecht. Das blaue Wunder ist geboren. Okay. Dann will ich kurz noch zum Bahnhof. Was ist das da hinten? Das habe ich mir schon mal angeguckt, ne? Ich und mein Gedächtnis. Naja, egal. Gerade noch mal zum Bahnhof. Das ging doch hier zum Bahnhof, ne? Ja. Für euch habe ich keine Zeit. Ne, das ist Old Town. Wo war dieser verfickte Bahnhof? Ja, es ist Old Town, wo das Spiel gestartet ist. Komm, ihr nervt. Ja, Leute, ich beende mal die Folge, wo ich genau jetzt weitermachen muss. Das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.